Eigentlich nicht. Denn so Steinstatuen sind bestimmt ziemlich stark, weil sie ja aus Stein bestehen. Hier unten wird dich niemand retten. Nee? Halt! Oh Mann. Yum, yum, yum. Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde. Ich kümmere mich später um dich. Oh, 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 oh. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ross? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Oh, oh. Mögen die Prüfungen beginnen. Alter. Alter. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Tja. Ich darf aber nicht scheitern. Niemals. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Let's do it. Bist du dir sicher, Bruce? Nö. Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Ah ja, ja, ja. Geister gnädig. Bla bla. Laberkopf. Tusse. Mit schönen Haaren. Ja! Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Ja, dann trink mal. Technologie wird dir in diesem Reich nicht... Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Alter, was? Okay. Was soll das heißen, wenn ich irgendwas berühre? Alter, guck mal. Herabstürzen und gleich mit Ausstellung lange Distanz. Jetzt bin ich tot. Nee. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Also muss ich jetzt kämpfen? Kämpfen? Komm, ich kämpfe. Kämpfen. Ich bin tot.
Nein. Wieso kann ich denn nicht hochziehen? Ha? Raid-Trigger halten während des Gleitens. Geht doch. Ist doch alles kein Problem. Ich weiß nicht, warum er das eben nicht machen wollte. Aber es geht. Den Erdtypen erledigt. Bist Nächster. Du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Nö. Glaube ich eher nicht. Ah, in die Sonne. Alter! Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Eine Menge? Nein! Hat nicht schnell genug hochgezogen. Gezogen. Weiter. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Was denn? Wen soll ich töten, ne? Ne? Sag an, rede mit mir! Ach, da. Oh, ich halte hier genau drauf zu, ey. Perfekt, sag ich dir. Ich bin so gut. Ah! Schon, nimm das! Erdklumpen der Hölle! Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Aha.
We're going down, down. Gut gemacht, Detective. Oh Mann, das war ein Trip. Und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Oh. Was geht? Ich war auf so einem geilen Trip, ey. Das Zeug, was ihr da habt, ist echt gut. Das muss ich euch lassen. Es geht. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Ja, wo ist Ross? Ja. Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Oh mein Gott. Hey, Ross. Ross Al-Ghul, what up, ey? Willkommen, Detective. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Alter. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das? Das ist dein letztes Wort? Oh oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt nicht gut enden wird. Was ist das denn? Ah, wird's jetzt abgespaced? Ah, so ungefähr. Oh man. Das sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus. Kann doch niemand von uns diese Kammer verlassen. Das werden wir ja sehen. Okay, let's do it, Alter. Du hast voll die coolen Tattoos. Die leuchten grün. Ist ja mega. Ich will auch solche Tattoos. Neon-Tattoos. Das findet ihr nämlich den Weg ins Klo bestimmt immer ziemlich gut. Oder zu seinen, was will ich sagen, zu seinen Waschbecken. Weil er ja so sauber ist, der Typ. Ist ja ein sehr reinlicher Kerl, wie ich eben festgestellt habe. Oh, ey, geil. Es wird noch mehr Wahnsinn. Ja, ist ja toll. Hallo? Oh, da kommt was. Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Alter. Oh Gott. Für du, indem du gekonnt hast, dass dir zwischen jeder Wischangriff wegen des Gegners los ist. Du kannst uns nicht besiegen. Klingen, ducken, ausschalten durch. Es gibt so viele von uns. Ja. Du hättest dich uns anschließen sollen. Also jetzt los. Sieh die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Ah! Lass mich!